Schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Sekiro Shadows Die Twice. Und ich muss sagen, ich bin in den letzten Teilen sehr zufrieden mit meinem Fortschritt. Ich überlege nicht mehr so lange, also ein bisschen ja schon noch, ja. Aber ich glaube, ich gehe ein bisschen schneller durch dieses Spiel als in den vielen, vielen, vielen Teilen vorher. Das bedeutet, wenn es gut läuft, kann es so passieren, dass wir Sekiro in unter 100 Teilen abschließen. Und alle so, yeah. Mal nicht dreistellig. Ich hatte bisher wirklich nur ein Spiel auf dem Kanal, wo die Teile dann dreistellig wurden, also die Teilnummern, Partnummern dann dreistellig wurden. Und das war Dark Souls 2, Make Dark Souls 2 Great Again. Das lag aber auch daran, dass ich da viel rumgestanden habe und euch ein bisschen was erklärt habe über das Spiel, weil ich da schon sehr viel über das Spiel weiß. Was ich bei Sekiro nicht sagen kann, da weiß ich nicht so viel über das Spiel. Außer, das wusste ich auch schon vorher, das habe ich schon erahnt und jetzt wurde ich bestätigt im letzten Teil. Natürlich gibt es auch in diesem Spiel von From Software einen ekligen Giftsumpf, in dem man sich nicht großartig bewegen kann. Ja? Denn hier sind wir beim letzten Mal, haben wir beim letzten Mal aufgehört, tief im versunkenen Tal. Und wir haben jetzt viele Möglichkeiten, die wir gehen können. Wir können rein theoretisch hier durch das Tal weitergehen. Was ich vielleicht auch tun werde, wenn ich das mal sagen darf. In der Hoffnung, dass mir da, weiß ich nicht, was da auf mich wartet. Ich habe den Weg dahin, durch diese Höhle dort zu gehen, um da mich auf eine Schlange zu stürzen, eine große weiße Schlange. Oder ich gehe diesen Weg weiter, zurück, da kam ich nämlich her, und widme mich einem großen Affen. Also Schlange oder Affe. Die zwei Varianten habe ich. Es ist tricky. Es ist ganz schön tricky. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nur, dass ich hier wieder hochkomme. Aber ich weiß auch, dass ich da hinten auf jeden Fall noch hin will. Was auch ganz cool ist. Aber was ist denn zum Beispiel hier? Was gibt's denn? Komme ich hier wieder zu den Affen? Hier komme ich wieder zu den Affen. Das ist sehr gut. Genau, denn hier war ich noch nicht, bei diesen Affen hier. Die habe ich beim letzten Mal gesehen und dann habe ich die wieder quasi, habe ich die wieder umgangen, diese Affen. Aber ich weiß nicht, gab es hier überhaupt noch einen Shiny? Am Ende bringt das mir hier gar nichts. Weil jetzt, genau, jetzt gehen wir wieder den Weg zurück, den ich beim letzten Mal hatte. Oh, und der Affe sieht mich gar nicht. Interessant, gut zu wissen. So, cool. Nee, dann gehen wir jetzt wieder zurück zu der ganzen Affenbande. Das will ich natürlich nicht. Das heißt, wir gehen noch in die andere Richtung und dann werden wir uns wahrscheinlich dem Affenboss widmen. Also, je nachdem, weiß ich, was hier hinten jetzt noch erwartet. An dieser Stelle hier, wo wir jetzt gerade noch sind. Auf jeden Fall sieht das aus wie eine Sackgasse, wenn man mich fragt. Aber am Ende eine giftige Sackgasse. Kann ich mich daran schwingen? Ich will mich daran schwingen. Okay, geht nicht. Gut, gut, okay. Okay, ich habe es irgendwie doch hingekriegt, aber nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Oh, was ist das? Das ist ein Affe. Das sind ganz viele Affen. Und was ist das da in der Mitte? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Das ist auch ein Affe. Oder sind das mehrere Affen? Das ist auf jeden Fall ein weißer Affe. Gott, ist das alles... Das ist alles verwunderlich hier. Okay, es ist wieder so ein... Verdammt, es ist wieder so ein Affe. Mit zwei Schwertern. Es ist wieder so ein Affe. Aua, aua! Nein, Affe mit zwei Schwertern. Lass mich kurz in Ruhe. Es ist ein... Das ist der alte Affe. Ein alter Affenmann. Okay, cool. Das lief richtig gut gerade. Es ist der Affenälteste. Aua. Das ist aber auch unfair, wenn ihr zu dritt kämpft. Oh, da ist noch einer mit dem Hut. Da sind viele mit dem Hut. Der eine hat eine Knarre. Ja, aber das Gute ist... Der Affenmann. Ja! Das war schlau von mir. Das bedeutet, ich kann mir auch ein bisschen Leben zurückholen. Wo ist denn der Affenmann? Können die sich nicht mal irgendwie vergiften, die Affen? Geht das nicht auch? Vor allem, warum vergiften mich die Affen? Das ist ein bisschen... Okay, cool. Nein, Affenmann, hör auf! Habe ich den jetzt anderen getötet? Okay, jetzt nur wir beide, Affenmann. Das ist so geil. Das ist so ein... Das ist ein alter, cooler Affensamurai. Also, wenn man mal sagen will, was Miyazaki, oh, cooler Gegner gemacht hat, dann das.
Okay, cool. Jetzt habe ich dich aber. Fuck. Oh, die Posture ist oben. Verdammt. Okay, er haut mir aber auch meine Posture auch ziemlich schnell nach oben, wenn ich das mal sagen darf. Vor allen Dingen, die Tatsache, wie der so schnell angreift. Das ist geil. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass das ein verdammt cooler Kampf ist. Yeah! Affenmann 0, Rüdiger 1. Das war ein cooler Kampf. Also diese doppelschwertigen Affen. Ist das ein Wort? Doppelschwertig? Die sind cool. Da oben gibt's ein Item. Bestimmt alles Belohnung. Okay, alles cool. Cool, ich hab's geschafft. Das bedeutet, rein theoretisch, danach, wenn jetzt hier nicht auch ein Affe plötzlich kommt und mich von hinten erdolcht, dann haben wir es geschafft und dann können wir diesen Ekelsumpf hier verlassen und dann weitergehen. Aber vorher noch schnell dahin. Weil da noch ein Item ist, das bestimmt auch sehr wichtig ist. So, das einzig Gute ist, dass wir hier springen können. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn das auch in Dark Souls möglich gewesen wäre. Mibu-Ballon der Seele. Dafür bin ich jetzt hierher gekommen. Na, egal. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben das Dings hier erkundet. Das heißt, wir haben wirklich nur noch zwei Orte, an die wir gehen können. Das ist der Affenboss und der Schlangengott. Wenn man mal Auswahlmöglichkeiten hat in Sekiro, dann ordentliche. Affengott oder... Nee, Affenboss oder Schlangengott. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, benutzen wir unsere Heimkehrfigur. Warum nicht? Und gehen zur letztbesuchten Figur. Das ist... Genau, das ist die vor dem Affenboss. Und dann widmen wir uns dem Affenboss. Was auch immer der beinhaltet, dieser Affenboss. Gucken wir mal. Er wird wahrscheinlich... Entweder er hat auch ein Schwert. Das kann sein. So wie die anderen. Also irgendwie müssen mich ja diese zwei doppelschwertigen alten Affenmänner, die hatten auch so einen coolen Bart, wie so alte Kung-Fu-Meister, die müssen mich auf irgendwas vorbereitet haben. Und ich nehme mal an, dass die mich auf diesen Kampf mit diesem Affen hier vorbereitet haben. Definitiv nein. Denn der sieht irgendwie so aus, als wäre der irgendwie extrem wichtig. Okay, cool. Das, gibt's hier irgendwie... Na? Ich kann mich hier so ranschwingen. Okay, das wird wahrscheinlich eine Mechanik sein. Dass ich mich hier von Baum zu Baum schwingen kann, wie Tarzan. Das wird wahrscheinlich eine Mechanik hier sein. Okay, Affenmann, wir beide. Okay, ich kann mich nicht schnell bewegen in diesem Wasser. Affenmann, komm her. Hello there. Oh, ist das Kratos als Affe? Wow, der ist ja wirklich größer, als ich gedacht habe. Wow, Body Slam. Oh, schnell mal weg hier. Okay. Das sollte man definitiv nicht machen, wenn er dieses... Wenn er das Ding macht. Okay, da kann ich ihn angreifen. Gut zu wissen. Da kann ich ihn angreifen. Was machst du jetzt? Ist das gerade als Affe? Vor allem, Moment, hat er da ein Schwert irgendwo bei sich dran stecken? Oh, ich wette, der zieht das Schwert doch noch irgendwie raus. Wow, was macht er jetzt? Was ist jetzt sein Problem? Hat er einfach mal gebrüllt, oder was? Vor allem, der ist so groß. Kann ich auch mal zuhauen, Affenmann? Ah, ich sehe. Ich sehe. Ich kann mich an ihn ranhängen. Das ist interessant. Okay, die Animation ist so geil. Wenn ich das mal sagen darf. Wow! Hat er mich gerade angepupst? Wow! Hat er mich gerade mit Scheiße geworfen? Hat er gerade mit seiner eigenen Scheiße geworfen? Haha, Affenmann! Nee, das haben wir uns hast du so gedacht, mein Freund. Nee. Ja, da haben wir einen kleinen kurzen Tobsuchtsanfall. So wie Affen das nun mal sind. Oh. Aua. Okay, cool. Das war... Wow. Kurz, Auszeit, mein Freund. Ich muss kurz
Was hast du gerade gemacht? Oh, Miyazaki! Hast du mir ein Fenster gegeben, an dem ich angreifen kann? Und dann hast du aber gesagt, nee, jetzt kannst du nicht angreifen. Okay, wenn er ausrastet, dann kann ich angreifen. Nur wenn er ausrastet. Genau. Aua, da hat er mich noch erwischt. Okay. Ach, was ich jetzt noch gar nicht überprüft habe. Was passiert, wenn Feuerwerk und so. Okay, was macht er jetzt? Das Gute ist, der Löwenaffe, jetzt habe ich erstmal gerade gesehen, wie der heißt. Der hat bloß, er hat bloß einen Lebensbalken, ist mir gerade aufgefallen. Jawohl, das habe ich mir nämlich beinahe gedacht, dass das bei dir funktioniert. Oh, da kriegt man ja richtig Schaden rein. Nee, 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 nee. Dein Tobzugsanfall, den kannst du mal schön sein lassen, mein Freund. Okay, guck mal hier. Guck dir mal mein Feuerwerk an. Fuck. Okay. Nur noch 2 Heil-Items und ich habe ihn gerade nur so dabei. Wow, ich habe geblockt. Miyazaki. Okay, ich habe nur noch eine heilende Kürbisflasche. Okay. Fuck you! Was war das denn für eine Aktion? Ah, ist bei der Hälfte der Energie. Das heißt, er holt neue Moves raus. Verstehe. Wow! Er holt wirklich neue Moves raus. Ich habe gedacht, er ist abgelenkt. Nee, nee, ich greife den nicht an. Ich greife den nur an, wenn er diese komische Attacke macht. Der schmeißt wirklich mit seiner eigenen Scheiße. Das ist ja Stuhl. Da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Der hat sich in den Arsch gegriffen, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, und hat mit seiner eigenen Scheiße geschmissen. Hat er gerade den Baum umgeholzt? Ja, das ist aber auch nicht die feine Art hier. Aha, jetzt habe ich auch mal was reingekriegt. So, guck dir nochmal mein Feuerwerk an. Ach, das hilft ja nichts, das ist ja scheiße. Okay, ich merke gerade wirklich, das Feuerwerk, was ich hier habe, das verbraucht viel mehr. Nee, nee, dein Tobsuchsanfall kannst du mal schön sein lassen. Das Feuerwerk, was ich hier habe, verbraucht viel mehr Dings, viel mehr. Fuck you, der hat das schon wieder gemacht. Okay, halt gerade gemerkt, ich habe keinerlei Heilflaschen mehr. Ich habe nur noch Kügelchen. Kügelchen. Nein! Tobzugsanfall, den kannst du mal schön sein lassen, mein Freund. So. Wow! Wie? Oh, verdammt. Okay, der ist hart. Weil er eben diese Moves, wo er quasi wirklich wie so ein Idiot durch die Gegend. Oh, fuck you. Das war das Dümmste. Wie so ein Idiot durch die Gegend springt, die sind halt wirklich hart. Einfach nur. Fuck. Einfach nur hart auszumachen, sozusagen. Ich sehe auch keinen richtigen Punkt, wo ich richtig angreifen kann. Außer, wenn er diesen Mehrfach-Kombo macht und dann zum Schluss so auf den Boden springt. Das ist das einzige Mal, wo ich sehe, dass ich angreifen kann. Ansonsten sehr interessanter Boss. Vor allem, dass er mit seiner Scheiße schmeißt. Das ist auch mal was Neues. Pupst mich erst an und dann schmeißt er mit seiner Scheiße. Mir fällt gerade auf, wisst ihr was? Das Feuerwerk verbraucht zwar. Ist zwar ziemlich geil, aber es verbraucht ziemlich viele Geisterembleme. Ich nehme mal jetzt mal. Achso, den Gegenmittelpuder brauche ich gerade gar nicht mehr aufgefallen. Ich nehme mal. Genau, ich nehme mal das ganz normale. Hier, das federgeladene Feuerwerk. Das verbraucht ein Geisteremblem weniger. Und das ist besser. So. Glaube ich. So. Ich mag das, wie der jetzt übrigens sich umdreht und mich so anstarrt. Das ist total geil. Oh oh.
Vor allen Dingen, ich kann ihm ja auch damit nicht das Posture irgendwie wegnehmen, ne? Genau, diese Attacke. Aua. Diese Attacke muss er häufiger machen. Fuck. Okay, alles klar. Läuft. Richtig gut von mir hier. Richtig gut, wie ich das mache. Haha! Aua! Okay, blocken sollte ich wirklich. Ich sollte wirklich blocken. Das ist essentiell bei diesem Kampf. Das ist blocken. Nee. Okay, interessant. Circle Striving for the Win bei der Sache. Oh, wow! Der ist ja sogar giftig, der Scheiß. Pups von dem. Oh ja, gut. Da habe ich auch schon. So manche habe ich da auch schon abgelassen. Die könnte man auch als giftig bezeichnen. Da hat sich das FBI auch schon gemeldet und gesagt, das ist waffenfähig, was sie da haben, junger Mann. Bei dem gilt das hier genauso wahrscheinlich. Okay, mach doch mal hier diese Combo-Attacke. Was denn jetzt für ein, was ist denn jetzt für ein Problem? Was war denn das jetzt? Hallo? Ach, verdammt. Ah, verdammt. So. Oh, fuck. Okay, alles klar, so geht das. Man muss es halt nur wollen. Und jetzt springt er wieder hoch. Verdammt, wie trifft er mich da? Vielleicht muss ich das einfach, muss ich zurückspringen? Muss ich da zurückspringen? Was muss ich da tun? Ah, verdammt, da war mein Posture jetzt gerade gebrochen. Sehe ich gerade. Wow, das war gut. Einfach nicht weg von ihm springen, sondern rauf auf ihn springen. Haha. Okay. Okay, das war jetzt aber auch wirklich Circle Striving. Ah, drauf auf ihn springen, Philipp. Wir haben es gerade eben gelernt, drauf auf ihn springen. Das ist gut. Okay. Okay, Löwenaffe. Was hast du als nächstes drauf? Dass ich überhaupt das blocken kann, diese Hiebe von so einem riesigen Affen. Doch Rüdiger ist wirklich ein Badass. Okay. Ach, rauf auf ihn springen, nicht weg von ihm springen. Okay, da hat er mich wieder nicht getroffen, weil er ein bisschen doof ist. Ich meine, er ist am Ende des Tages wirklich nur ein Affe. Jetzt wirft er wieder mit seiner Scheiße. Oh, er hat mich getroffen diesmal mit seiner Scheiße. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wirft er ja mit seiner Scheiße. Aua, ich muss aufhören zu springen. Das sehe ich gerade. Ja, ja, okay, alles klar, alles klar. Okay, jetzt vielleicht mal Feuerwerk benutzen. Okay, mal ein bisschen ein paar Hits reinkriegen. Und jetzt vielleicht... Oh! Fuck! Und ich hab das noch abgerüstet. Und ich habe diese Sache noch abgerüstet. Wow! Was? Okay, das war sein Griff, wenn er mich tötet, wenn er mich getroffen hat. Okay, ich sehe schon, dieser Affe wird den ganzen Teil uns jetzt beschäftigen, kann das sein? Mit deinem komischen... Oh. Mit deinem komischen Scheiße-Angriff. So, genau, zack. Okay, nicht wegspringen. Aua. Okay, wirklich? Ohne Spaß? Okay, da einfach merken, wenn ich das Feuerwerk nehme. Aua. Wie hat er mich da noch getroffen? Wenn ich das Feuerwerk nehme, an die Seite gehen. Okay. Ich sehe schon, wirklich. Das wird der Boss. Das wird der Teil heute werden. Dieser Bosskampf gegen den Löwenaffen. Ich habe mir beinahe gedacht, dass das nicht einfach werden wird.
Do not be sorry. Be better. Wow. Ich hasse solche Gegner, die einfach einem fast keine Möglichkeit geben, um irgendwo anzugreifen. Am Ende sehe ich irgendeine Technik wieder mal nicht. Das kann natürlich sein. Aber bisher sehe ich da keine Möglichkeit, den irgendwie sonst anzugreifen. Hätte ich drauf springen können. Ach, auf ihn drauf springen, Philipp. Nein. Böses Gift. So, wäre ich beinahe gegen den Baum gesprungen. Ist natürlich nicht so geil. Hörst du auf? Wie gut hat er gegessen? Was für Ballaststoffe hat der? Dass er die ganze Zeit sich irgendwie seinen eigenen, seine eigenen Exkremente aus dem Po ziehen kann. Der muss aber ganz schön viele Ballaststoffe gegessen haben. Und ich weiß jetzt auch mal, ist egal. Jetzt ist er wütend. Der Kratos-Affe. Okay, komm. Yeah! Aschina-Kreuz. Mal gucken, ob das überhaupt was gebracht hat. Okay. Yeah. Okay, das hat was gebracht. Das ist gut. Ah, verdammt. Ich stelle mich auf jeden Fall jetzt besser an, gerade. Ist mir gerade aufgefallen. Als vorher. Aber er gibt mir auch wirklich null Zeit, um irgendwo mal anzugreifen. Ah, Mist. Vielleicht sollte ich da Ichimonji verwenden. Vielleicht sollte ich eine andere Fähigkeit ausrüsten. Das kann auch sein. Yeah. Hättest du mal nicht so ein dummes Schwert bei dir? Ah, draufspringen, Philipp. Draufspringen. Ja, das habe ich nämlich beinahe gedacht, dass du dann pupst, mein Freund. Aber ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen sicherer bei ihm. Also, bei ihm fühle ich mich eigentlich gar nicht sicher. Aber was den Bosskampf angeht. Oh, Stagger! Da war er! Der erste Stagger! Ich fühle mich gut. Da war er, der erste Stagger-Move. Fuck. Oh, noch mehr Stagger. Richtig viel Stagger. Ach, verdammt. Okay, jetzt muss ich mich das erste Mal heilen, aber das ist gut. Also im Vergleich zu den letzten Malen läuft es jetzt ganz okay hier. Und jetzt ist er richtig sauer, jetzt ist er richtig wütend. Ach ne, jetzt macht er bestimmt seinen Pups. Ach ne, weil ich ihm den Rücken zugedreht habe. Doll Löwenaffe. Nee. Vor allem, das Gute ist, das einzig Gute ist, dass die Posture halt bei ihm relativ lange oben bleibt. Weil ich ihn schon... Komm, mein Freund, was machst du jetzt? Wirfst du jetzt wieder mit deiner Kacke? Er wirft wieder mit seiner Scheiße. Vor allem, wie er sich danach an seinen Arsch greift, um zu gucken, hab ich noch was? Hab ich vielleicht nicht alles verbraucht? Ja, das ist, wie gesagt... Ah, wie ich mein Aschina-Kreuz da einsetzen will. Ist ganz interessant. Nein, nein. Deinen Pups brauchst du mir gar nicht kommen. Mein Freund. Ja, wirklich, er greift dann auch noch mal kurz an den Hintern. So, als ob er gucken will, habe ich noch was über? Kann ich noch mal mit was schmeißen? Das ist ein sehr cooler Kampf. Ah, wieder hätte ich draufspringen müssen. Einfach nur drüber springen über die ganze Geschichte wäre gut.
wieder zur Seite. Einfach, ich muss einfach nach oben springen. Philipp, lern dir das doch mal. Nach oben zu springen. Den komischen Move, den kann ich noch nicht abschätzen, wenn er dann so auf dem Boden hängt. Haha! Ah, verdammt. Vielleicht sollte ich es jetzt hier wirklich mal beenden. Und mal, wenn er mir kurz mal das zum Beispiel machen. Und einfach mal versuchen, hier zu beenden, die ganze Geschichte. Da war es. Ach, scheiße, Stagger. Vielleicht sollten wir es einfach mal jetzt hier. Ich habe noch ein Feuerwerk, was ich benutzen kann. Dann sollten wir es vielleicht mal beenden. Oh, jetzt wirft er wieder mit seiner Kacke. Dann sollten wir es mal beenden hier. Es war ein schöner Kampf, Löwenaffe. Ah, verdammt. Das war dumm von mir. Ich hab dich gern, aber ich glaube, das wird nix. Okay, cool. Ich muss ihn doch nur noch einmal oder so treffen. Oh, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen. Oh, verdammt. Nein, nicht vergiftet werden, Philipp. Nicht vergiftet werden. Oh, ich muss ihn nur noch einmal treffen. Einmal. Jetzt aber. Jawohl. Das war's. Und yeah. Oh, mit dem eigenen Schwert enthauptet. Welche Ironie. Jawohl. Mit dem eigenen Schwert enthauptet. Mein Freund, tut mir leid. Moment. Not yet, Snake. It's not over yet. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn das Nebeltor noch da? What the... What the fuck? Body Explosion? Vor allen Dingen, wie sieht er was? Wie sieht er was, wenn er... Wow, Body Explosion. Wie sieht er was, wenn er keinen Kopf mehr hat? Vor allen Dingen, wie funktioniert das? Fuck. Okay, die Attacke ist hart. Miyazaki, du bist natürlich ein Penner. Weil ich weiß natürlich... Fuck. Dass wir jetzt natürlich... wenn ich den jetzt nicht besiege, wenn ich den natürlich jetzt nicht besiege, den Kollegen, dass ich dann die erste Phase nochmal machen muss. Das weiß ich jetzt schon. Wo ist er? Wow. Oh, was ist das? Das hat auch der Kopflose gemacht. Ist das dieses... Ist das dieses Grauen? Fuck. Was ist das? Dieses komische Zeug. Ist das vielleicht der Trick? Dass ich so schnell sein muss? Oh. Ja, okay. Cool. Ha! Hast du dir so... Oh! Stagger! Weg. Body Explosion. Okay, der Meter darf sich nicht füllen, habe ich so im Gefühl. Sag mal, hilft bei dem eigentlich dann noch das Feuerwerk? Weil er sieht ja rein theoretisch nichts mehr.
Wenn es das Commentary heute mal ein bisschen bescheuert ist, dann liegt das daran, dass ich mich gerade auf diesen Kampf voll und ganz konzentrieren muss. Tut mir leid. Bin ich gerade in ihn reingesprungen? Miyazaki, das kann doch nicht sein. Das kann man doch besser machen. Aua. Kurz weg. Ja, das habe ich mir nicht beinahe gedacht, dass er das macht. So ein Penner. Na komm. Was jetzt? Ja, ihr Penner. Sobald ich nah an ihm dran stehe, macht er diese Body Explosion und die ist nicht geil. Stagger! Ja, okay, so kriegen wir ihn. So kriegen wir ihn. Die zweite Phase ist ein bisschen einfacher, habe ich so im Gefühl, zumindest. Ich sagte ich und kriegte... voll auf den Sack. Die zweite Phase ist ein bisschen einfacher, sagte ich und kriegte voll auf den Sack. Komm. Fuck. Fuck you. Okay, ich muss mich beide heilen. Verdammt. Oh. Mach doch mal wieder Sachen, die ich blocken kann. Oder die ich bestrafen kann zumindest. Zum Beispiel hier. Nein, weg, 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 weg. Oh. Fuck, jetzt muss ich wieder warten, bis dieses Meter unten ist. Was macht er jetzt? Okay. Weg! Rüdiger! Du blöder Idiot! Wartet mal. Rüdiger, mach dich mal kurz weg. Genau. Das Dings hält doch an, oder? Habe ich nicht so ein Beruhigungsmittel? Habe ich nicht davon alles eingesammelt? Jawohl! Rüdiger, das ist sehr gut, was du tust. Fuck. Das ist sehr schlecht, was du tust. Warum habe ich jetzt gerade geschlichen? Fuck! Fuck! Mal kurz weg! Dankeschön! Ich muss mich kurz heilen! Oh, wir haben ihn doch fast. Es ist so zum Mäusemelken gerade. Es ist so zum Mäusemelken. Weg, 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 weg! Rüdiger, weg! Oh, wir haben ihn doch fast. Es ist doch alles... yeah! Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Mit der felsenfesten Überzeugung, dass wir das schaffen. Vor allem, wenn wir in ihn reinspringen. Da hat er keine Chance. Das ist eine... da hat noch nie jemand eine Taktik gegen gefunden. Gegen reinspringen. Oh. Okay, wir haben ihn. Mach nochmal diese... nein. Ja. Weg, 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 Rüdiger. Oh, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. I jinxed it, aber ich heile mich noch schnell. Ja. Ja. Was mache ich jetzt? What? Zack.
suddenly ekliger Tausendfüßler? Wow. Wächteraffe. Was ein Bosskampf. Mein bisher liebster Bosskampf. Sag ich euch so, wie es ist. Das ist mein bisher liebster Bosskampf in diesem Spiel. Geil. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Rüdigers weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauern. Ja, okay. Auch wenn der Wächteraffe besiegt wurde, hält sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Warum hatte der einen... Okay, suddenly zarter Finger. Warum hatte der einen Tausendfüßler in sich drin, dieser Affe? Just saying. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul benutzt werden? Wir kriegen einen Finger als Prothesenmodul? Was ist denn da los? Machen wir dann... Oh, tickle, tickle. Beep, boop. Beep, boop on the nose. Er wurde halb verdaut im Bauch des Wächteraffen gefunden. Ich habe den sogar den Magen aufgeschnitten. Warum habe ich denn das gemacht? Es gibt die Flötensignal-Shinobi-Taktik. Ja, jetzt hört's doch mal auf hier. Die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür genutzt wurde. Moment, das ist nicht nur einfach ein kleiner Finger, mit dem ich Leute befingern kann, sondern auf dem kann ich Flöte spielen? Was für ein Blödsinn! Okay. Das war der Wächteraffe, liebe Freunde. Mein Lieblingsbosskampf bisher. Genialer Bosskampf. Ohne Spaß. Genialer Bosskampf. Okay, da geht's weiter, sehe ich gerade. Keine Gebetsperle bekommen, aber eine starke Erinnerung. Wir werden noch die Angriffskraft verbessern. Definitiv. Eine Erinnerung, klar, gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Rüdiger, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Doch ein derart langes Leben wäre einsam für einen Affen. Vielleicht war das widerhallende Brüllen des Wächteraffen auch ein Flehen um etwas. Wir haben ihn erlöst. Gut, weil ich habe mich schon schlecht gefühlt, dass Peter jetzt anruft. Also nicht Peter, sondern Peter. Und sagt, sie haben einen Affen umgebracht, sie kommen ins Gefängnis. Der Affe wollte es. I'm just saying. Geil. Geil. Ohne Spaß. Geiler Bosskampf. Und damit beenden wir diesen Teil. Starker Bosskampf. Starker, geiler Bosskampf. Geiles Fake-Out. Mittendrin. Weil jetzt wird ja Shinobi-Exekution gezeigt. Und damit wird ja eigentlich gesagt, okay, der Kampf ist zu Ende. Und dann steht er wieder auf. Ich habe mich schon gewundert, dass das Nebeltor nicht weggegangen ist. Da habe ich mich schon gewundert. Da wurde ich kurz stutzig, aber in dem Moment ist der Affe schon wieder aufgestanden. Sehr geil. Sehr geil. Moment, hier ist ein Wasserfall. Gibt es denn an dem Wasserfall irgendwas? Ein kleines Item vielleicht? Nein? Ich bin schwer enttäuscht, dass es hinter diesem Wasserfall nichts gibt. Ich bin schwer enttäuscht, dass es hinter diesem Wasserfall nichts gibt. Was ist das? Das ist ein Tor. Was ist hier die Kanalisation? Sind wir hier wirklich im Blighttown? Naja, egal. Gut, liebe Freunde, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Hier unter dieser Buddha-Statue, die... Was macht sie eigentlich da mit ihrem Finger? Was macht sie hier? Was ist das? Macht sie hier... geht sie kurz davor, das hier zu machen? Yeah, rock on, Buddha. Rock on. Hat so ein bisschen natürlich auch was von Guinevere, wie sie so da liegt. Ach, egal. Ich interpretiere schon wieder viel zu viel rein und der Teil ist schon wieder viel zu lang. Wir lassen es für heute gut sein. Wir haben einen Boss besiegt. Ich bin sehr stolz auf mich. Der Wächteraffe ist gefallen. Der Rüdiger nicht. Zumindest nicht so häufig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gern einen Daumen nach oben, gern ein Abo dalassen. Und falls noch nicht habt, auch einen Kommentar. Vielleicht dazu, dass ihr sagt, ey Philipp, geil, Wächteraffe, cool. Oder ihr sagt, was, erst beim dritten Anlauf, bist ja ein ganz schöner Noob. Wie ihr wollt. In dem Sinne, viel Spaß im Internet, macht's gut und bis zum nächsten Mal.